So, heute mal wieder mit der Straßenbahn unterwegs, würde ich sagen. Auf der Linie 1 nach Strelna-Hora. So schaut das Ganze aus mit dem T6 hier, wie wir unschwer sehen können von CKD. Kollege kommt schon. Und von daher erstmal alles soweit vorbereiten wieder, dass das Ganze jetzt natürlich startet. Wir haben Abfahrt in 3 Minuten. Und ja, es ist wieder mal neblig hier. Wahnsinn, wie neblig das hier immer ist. Aber naja, so ist das nun mal. Wir wollen natürlich den Vorwärtsgang drin haben. So, Licht an. Obwohl, da doch. Muss so anlassen, das passt schon. Und dann, ja. Müssen wir nur noch gucken. Was ist jetzt los? Warum will er jetzt nicht? Ach so, weil der Stromabnehmer natürlich nicht oben ist. Das macht natürlich Sinn. Oh, Bio, 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 Bio. Ohne Stromabnehmer geht natürlich nichts. So, vorwärts. Schaut gut aus. So. Gut. Schön auf. Oh. Nee, sollst du schon die Türen aufmachen? Die Türen auf. So. Eieiei. So, jetzt nochmal. Jetzt macht es auch. So, jetzt können sie einsteigen. Manchmal drückst du eine Taste hier. Das ist mir ja schon oft aufgefallen. Du drückst eine Taste hier, aber es passiert halt nichts. Ne? Also ja, und ich auch gerade wollte ich eine Doppeltraktion hier starten. Hat er jetzt auch nicht so gemocht. Ist einfach simpel, einfach mal prompt abgestürzt. Ja, also auch hier weiterhin natürlich immer noch Fehler drinnen. Ne? Aber naja, so ist das halt. Nobody is perfect. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ah, großartig. Das Geile ist hier, wie gesagt, bei dem CKD hier der Sound. Ja, also ihr müsst hier wirklich auf den Sound achten. Der ist so genial. Ja, also ich finde ihn richtig, richtig toll. Ja. Auf der Linie 1 sind wir natürlich schon mal gefahren hier, ne? Aber in der Gegenrichtung, glaube ich. Da genau so wollte ich fahren da. Ja, Doppeltraktion hat leider nicht funktioniert hier. Schade. So, alles zu. Dürfen wir? Dürfen wir nicht? Keine Ahnung. So, das war jetzt aber definitiv für uns jetzt. So, müssen wir ein bisschen mal Kamera ein bisschen so rauszoomen hier, damit wir auch was sehen. Hat der Bremsleuchten? Ja, hat er. Achso, müssen die Bremse erhöhen. Wenn du das echte wieder eine Weile nicht gespielt hast, sei es so 2, 3 Wochen, du hast wieder alles komplett vergessen. Das ist Wahnsinn. So, und alle drin. Wundervoll. Thank you.
So. Alles einsteigen gehen. Schneller, schneller. Ah, die Straßenbahn kriegen wir voll heute. Die kriegen wir voll. Jetzt haben wir eh gesperrt, geschillt. Oh. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, kann man jetzt hier kurz stehen bleiben? Passt das schon? Wollen Sie drin umgucken? Nee, ne? Das geht nicht. Ah, wo soll meine Maus jetzt schon wieder hin? Doch. Könntest du hier sogar. Aha. Alles wieder, sage ich ja. Alles verlernt hier. Oh Gott. Jetzt hat mal. Hier Fahrt, aber. So. Komm, jetzt gib uns das Signal. Wir haben Verspätung. Verspätung. Gefängnis hier. So. Alle drin, wunderschön. Ja, stimmt ja. Die bimmeln ja mal hier beim Abfahren. Ach Mann, das war wieder so viel. Wenn du hier nicht mit genug Schwung hochfährst, rollst du erstmal schön rückwärts runter. Hier steht 30. Jetzt aber auch mal ein bisschen früher ankündigen können. Aber ab hier, ne? Das war die Ankündigung 30. Ab hier wird's vollstreckt. So, perfekto. Alles einsteigen. So, wir sind voll. Ja, so ist das.
So, jetzt müssen wir auf unser Fahrzeichen warten. Da links rum denn. Okay, wir sehen da schon den Pfeil so ein bisschen, wie das blinkt. Oh, komm. Weiß gar nicht, bei P, ob wir da klingeln müssen. Das ist Vorsicht, da zeigt mir an. Ah, da ist das Skoda. Ist ja zum Beispiel auch wie mit der anderen, mit dem anderen Simulator hier, diesem Metro-Simulator. Der war ja auch ziemlich klasse gewesen. Ja? Aber da zum Beispiel, da war es dann auch schon wieder so gewesen, dass der halt so einen Stand hat wie Lotus. Ja? Du kannst zwar fahren, klar, es kommen KI-Fahrzeuge entgegen, aber du hast wieder keine Passanten, ja, die einsteigen oder sowas. Du hast keinen Fahrplan, doch einen Fahrplan hast du schon, aber halt nicht in der Form, wie wir es halt. Ja? Linie 2 hier unterwegs, der Skoda. Das werden wir jetzt wahrscheinlich Verspätung haben hier. Hätten wir uns wahrscheinlich vor ihm einpendeln können. Aber naja. Weg ist er, ab im Nebel. Und abfahren bitte. Oh, roll doch nicht so langsam. Meine Güte. Oh, komm, das hätte ich niemals mehr geschafft zu bremsen. Oh Gott, was ist los hier? Ganz schön was los hier, reger Betrieb. So. Ach ja, ist schon schön alles. Ist schon schön alles. Ja, natürlich haben wir Verspätung, aber wir kommen ja auch nicht wirklich vorwärts hier.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Kriegen wir alle mit? Wir kriegen sogar alle mit. Fantastisch. Klappt's ja. Wenn das Ganze mal in Lotus funktioniert, fantastisch, wirklich. So, die Frage ist, wo muss ich denn jetzt lang? Ich würde fast sagen, wie war das? Oh, man muss jetzt hier irgendeine Taste drücken, das weiß ich. Junction ist blockt. So, wir müssen aber geradeaus weiter wahrscheinlich, ne? Warum ist denn die geblockt? Genau, wir müssen nämlich geradeaus weiter. So, P. Wenn wir jetzt eine Fahrt bekommen, können wir weiterfahren. Weil das ist wieder mit dem letzten Mal, dann sind wir da auch nach links abgebogen, meiner Meinung nach, oder? Das ist jetzt fies, ja? Oh. Ah ja. Muss ich da drüber? Ne, aber es war richtig. Das war richtig. Ja, wir hatten jetzt gerade noch ein rotes Signal gehabt, aber ja, du schaffst gar nicht mehr so schnell zu bremsen. Ist auch noch mit? Jetzt rein, schnell. Dann weiter geht's. Ja, Leute. So ist also eine Fahrt in der Straßenbahn hier. Deswegen, es macht schon Spaß. Also, funktioniert ja auch alles. Ja. Von daher, wie gesagt, es sind halt nur diese zwei Linien. Ich glaube aber, da wird es auch nicht mehr geben, oder? Ist zu Ende, oder? Ja.
Ja, hier wird es wahrscheinlich das Ende sein, aber dann fehlt doch das Schild für die Vorankündigung. Gibt es was überhaupt bei der Straßenbahn? So, ich überlege gerade die ganze Zeit, beim Auto gibt es das ja auch nicht, ne? Also, warum denn für die Straßenbahnen? Ist ja auch nur alles so Fahren auf Sicht und alles was. Aber es kommt manchmal zu spontan. Das schaffst du gar nicht so schnell runter zu bremsen. So, guck mal hier. Zum Beispiel hier geht es noch eine Straßenbahn. Also hier geht es noch schien nach rechts rum. Vielleicht passiert hier doch noch irgendwas. Kommt vielleicht auch noch eine Linie dazu oder irgendwie. Man hat es auf jeden Fall schon mal zumindest vorbereitet. So. Gerne Fahrt bitte. Eieiei. Ampeldefekt? So eine große Kreuzung ist es doch jetzt gar nicht. Wollte gerade sagen, es fällt ja gar nichts. Ach Mensch, das ist aber echt neblig, ja. Also, du kannst ja gar nichts mehr sehen, wirklich. Heieiei. Heieiei. Ich die Pantograph echt vergessen anzuheben, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, mittlerweile, weißt du, treibst du dich halt in so vielen Simulatoren rum, da vergisst du echt, was das eine und das andere macht. Ja. Oh, alle raus, jawohl. Das ist aber ein lautes Gepiepe. Das war aber ein lautes Gepiepe.
Und wir hier einfach die Schienen aufhören. Ja, also der Zug wäre jetzt eigentlich weg gewesen. Stelle hier, oder? Na, mach ich doch. Brauche ich bestimmt eine alte Haltestelle oder sowas. Frühere. Oder nur für bestimmte Saison oder sowas. War natürlich schlau, vorm Berg hier zu bremsen. Der Arm und Tram hier wieder zu finden. Hier wahrscheinlich hier für dieses ehemals Lagerhalle hier wahrscheinlich. Eine eigene Haltestelle. Wir müssen uns auch mal, zwar passt es zwar nicht ganz so auf den Simulator hier rauf, so. Erstmal würde ich auch gerne das ein oder andere Projekt hier abschließen wollen. Unbedingt mal hier noch dieses Workers and Resources mal anschauen. Das ist so eine Aufbausimulation, so à la SimCity oder sowas. Was halt auch viel Wert auf den Nahverkehr legt. Also so ein bisschen wie ja, Transport Fever halt aus Russland. Ja. Das kann man offiziell kaufen, auf Steam und so. Ja. Also das ist jetzt hier auch nichts mehr Utopisches, steckt aber auch noch im Early Access fest und ja, vielleicht müsste man sich das auch mal angucken. Aber wie gesagt, das, wenn denn erst, dann irgendwann, wenn ich mal hier so das ein oder andere abgeschlossen habe, erstmal der Bussimulator muss jetzt beendet werden, dann vielleicht dann auch mal, jetzt erstmal soweit nichts Neues gibt, hier aus Simt zum Beispiel und aus und aus ja, Protonen zum Beispiel. Omsi und ne, wird es halt immer geben. Ja, da haben wir einfach unglaublich viel noch zu zeigen. Also das ist wahrscheinlich ein Projekt, was sowieso Ewigkeiten halten wird. Ja, bei Lotus, habt ihr ja gesehen, schon eine relativ lange Phase gar nichts mehr passiert. Liegt aber auch einfach daran, weil es passiert auch nichts in Lotus. So neue Streckentechnik oder sowas, da kommt gerade gar nicht so viel. Aber ich hatte mir mal überlegt gehabt, viel zu schnell. Vorgenommen mal wieder mal gucken, so jetzt mit neuen CPU und alles was, wie es denn jetzt ausschaut mit VR und Lotus. Das wäre auf jeden Fall noch eine coole Sache. Aber sonst, streckentechnisch, ja, gibt's halt nichts Neues. Ne? Also klar, Twin Owl wird noch gebaut, Sonnhausen gibt's als vollständige Karte. Allerdings ist da die Performance ja leider sehr dürftig. Und ich glaube, bis dato gab's jetzt auch noch gar keinen Patch dazu, irgendwie groß. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Also daher gibt's auch kein Lotus bei uns aktuell auf dem Kanal. Ich würde, wenn ich könnte, aber gibt's nichts. Okay? So. Also müssen wir da gucken. Und das einzige Ding, was halt wirklich permanent halt laufen könnte, wäre tatsächlich Omsi. Ja? Also. Diese Streckenvielfalt findest du in keiner anderen Simulation wirklich. Ja, somit habt ihr erstmal so ein kleines Update, ja, wie es hier so ausschaut. Wie gesagt, ich würde auch gerne. Oh, gleich zwei, ja. Wahnsinn.
Das war jetzt aber schon. So, wo kann da mehr? Dann geht's weiter. Das ist ja doch eine ganz schöne lange Fahrt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt hier eine halbe Stunde geht hier. Aber es ist doch schön, ist doch schön. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass es zu kurz ist. Wir sind auch da, aber ich glaube, das ist Haltestelle hier. Bitte alles aussteigen. Ja, Ansagen gibt es hier auch, ja. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal gesagt gehabt in einem Livestream. So, das war's. Press OK. Press OK. Von Strelna Hora. Route is loading. Ja, jetzt 2 Minuten Pause hier. Großartig. Total nicht für mich hier. So Leute, das war's von einer weiteren Folge Sim, dem Simulator hier. Hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst ja hier wieder zu einer weiteren Folge Sim. Würde ich mich sehr freuen drüber. Und sonst schauen wir mal, was sonst noch so im World Wide Web so unterwegs ist für Simulator. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.